Hallo und willkommen zurück, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, bei dem echten Bonbon dieses Programmes. Ja, und da möchte ich gleich mit einem absoluten Highlight starten, Robert. Und zwar möchte ich euch vorstellen, die Claudia Gomkötö. Sie ist sozusagen der zweite Part vom Dreambuilder Couple, die Partnerin vom Dennis, den ihr auf der ersten CD schon kennengelernt habt. Und die Claudi hat ein Spezialthema, wofür sie brennt, was sie lebt. Und zwar geht's um die geistige Umprogrammierung zum Erfolg. Und besonders gespannt bin ich darauf, wie man die Zweifler in Unterstützer verwandelt. Freuen Sie sich auf Claudia Gomkötö. Hallo liebe Networker, hallo liebe Networkerinnen. Claudia Gomkötö hier. Ich bin jetzt seit 13 Jahren in dieser Branche und darf heute mit der ganzen Familie den absoluten Network-Traum leben. Ursprünglich komme ich aus einem ganz klassischen Angestelltensein als Personalerin in der Automobilbranche. Und ich darf euch heute was zum Thema richtigen Mindset zum Erfolg, zur richtigen Umprogrammierung zum Erfolg ein paar Dinge mitgeben. Ja, ihr alle habt es mit Sicherheit schon gehört, dass eben 80% des Erfolges unser Mindset ausmacht. 80% macht unser Mindset und nur 20% ist Technik, also 20% ist das Wie und 80% ist eben wirklich das, was wir denken, wie unsere Einstellung ist, wie unsere Sichtweise ist. Und ich habe hier gestartet und selbst mir jeden nur erdenklichen Stolperstein in den Weg gelegt, da ich mir selber einfach gesagt habe, das Business ist nichts für mich, ich möchte nichts verkaufen, ich möchte keine Menschen ansprechen und ich möchte niemals vor Menschen sprechen. Und irgendwann habe ich aber festgestellt, hey, das ist irgendwie total hinderlich, dass ich mir das selber sage, so komme ich nicht vorwärts, und habe dann Stück für Stück mein eigenes Denken umprogrammiert und ja, einfach mir komplett neue Dinge in meinen Kopf eingepflanzt. Und das mache ich heute wirklich sehr, sehr gerne auch mit allen neuen Partnern, ja, die mir ihre Quatschis erzählen. Ich sage gerne Quatschi dazu, ja, weil wir alle erzählen uns ja selber. Wir können nicht denken. Wir alle denken 24 Stunden und erzählen uns irgendeinen Quatsch, ja. Also oftmals ist es viel Quatsch dabei. Also, und der erste Schritt jetzt, um wirklich zu einer Umprogrammierung von deinem Mindset zu kommen, ist eine bessere Wahrnehmung zu haben. Also der erste Schritt ist, sich selbst zu überprüfen. Also lauf einfach mal imaginär einen Tag lang neben dir her und hör dir mal selber zu, welche Dinge du dir eigentlich sagst. Sei es, hey, keine Ahnung, ich bin schüchtern, ich kann gar nicht auf Menschen zugehen, oder das Business ist vielleicht nichts für mich, weil ich zwei kleine Kinder zu Hause habe. Oder egal was, also hör dir einfach mal selber zu, was du dir sagst. Denn dann kannst du direkt in den zweiten Schritt übergehen, nämlich in die Wahlmöglichkeit. Du kannst deine Sätze überprüfen und mal schauen, hey, ist es eigentlich positiv oder erfolgsführend, wenn ich mir diese Dinge sage, diese Quatschis, oder soll ich es vielleicht umprogrammieren? Und wenn du das dann, diese Wahlmöglichkeit hast und die Sätze umprogrammiert hast, hast du natürlich im dritten Schritt auch ganz, ganz andere Ergebnisse, wenn du dir andere Dinge sagst, als diese Quatschis. Also ich habe mal ein, zwei Sätze für dich mitgebracht als Beispiel, wie so eine Umprogrammierung funktionieren kann. Also zum Beispiel, wenn du den Satz nehmen, hey, das Business ist nichts für mich, denn ich möchte nichts verkaufen, ich möchte keine Menschen ansprechen, dann kannst du dir vielleicht zukünftig sagen, ich habe mich für dieses Business entschieden, da ich viele Menschen kennenlernen und inspirieren möchte. Also es ist ein ganz, ganz anderer Ansatz wie negativ, ich möchte nichts verkaufen, sondern hey, ich möchte Menschen kennenlernen und ich möchte sie einfach inspirieren oder einfach neue Freundschaften knüpfen. Also einfach eine positive Verankerung in deinem Kopf. Ein zweiter Satz, den ich ganz, ganz oft höre von vielen Mamas aus meinem Team, hey, ich habe gar keine Zeit für das Business, da ich Kinder habe. Und da sage ich meinen Moms auch immer, hey, das Business ist eine wahnsinnige Chance für dich, da du zukünftig mehr Zeit mit deinen Kindern haben kannst. Also genau das wäre dann auch der Satz hier, hey, das Business ist eine Riesenchance für mich, da ich zukünftig mehr Zeit mit meinen Kindern haben möchte. Ihr seht, es ist eine ganz andere Sache. Und wenn ihr euch natürlich diese Dinge auch sagt, wenn diese Dinge in eurem Kopf verankert werden, dann werdet ihr natürlich komplett andere Ergebnisse haben. Also erstens ist die Wahrnehmung, also schaut, was ihr euch für Sätze sagt, programmiert euch um, also baut diese Sätze um, und dann werdet ihr andere Ergebnisse haben. Und ganz, ganz wichtig, wenn ihr euch das selber umprogrammieren wollt,
dass ihr, egal wo ihr seid, dass ihr euch das mindestens 6 bis 8 Mal am Tag einfach sagt. Zum Beispiel macht euch Post-its ins Auto, ins Badezimmer, in der Küche, da wo ihr immer wieder mal vorbeikommt. Schreibt euch eure neuen Sätze dahin und verankert diese in eurem Unterbewusstsein. Also immer, wenn ihr euch wieder selber mal dabei ertappt habt, dass ihr euch irgendeinen Quatschi erzählt habt, also irgendeinen Seich, dann nehmt den neuen Satz und sagt ihn euch. Weil natürlich, ihr werdet dadurch einen ganz anderen Glauben an euch selber entwickeln. Ihr könnt euch auch vorstellen, wenn ihr mit diesem neuen Satz in der Welt Glitzer versprüht, dann werdet ihr natürlich auch ganz, ganz euer Potenzial anders ausschöpfen. Ihr werdet mutig sein, ganz andere Aktionen zu starten. Ihr werdet anderes Ergebnis haben und somit noch einen größeren Glauben haben und noch erfolgreicher sein. Also, lasst uns einfach dran denken, wir Menschen, wir denken sowieso, wir haben keine Ahnung, wie viele hunderttausende Gedanken am Tag in der Woche, also dann lasst uns positive Dinge denken über uns, dann werdet ihr definitiv auch mit dem richtigen Mindset, mit der Umprogrammierung eurer Quatschis ganz, ganz andere Ergebnisse haben. In diesem Sinne wünsche ich euch maximalen Erfolg, alles Gute, bye bye. Ein Wort, das ich mit Sicherheit nicht mehr vergessen werde, die Quatschis. Und im nächsten Part geht es nicht nur um Quatschis, aber auch, und es geht wieder mal auch um das Thema Familie, weil die Navrat Brothers sind nicht nur Brothers, sondern sie haben ja auch einen ganz besonderen Bezug zum Thema Familie und Einbindung von Familienangehörigen. Definitiv. Und wie sie es geschafft haben, auch die Familienmitglieder, die nicht unbedingt zu Beginn vom Geschäft begeistert waren, für das Geschäft zu begeistern, verraten uns jetzt Manuel und Roman Navrat. Bei uns ist immer sehr, sehr wichtig, wenn wir es halt selber kommunizieren in die Organisation, die Familie. Für uns ist das Allerwichtigste, weil bei mir meine Frau und vom Roman sein Ehemann einfach mit dabei sind, voll im Business. Und die Leute, wo bei uns einsteigen, die müssen ja nicht komplett, dass die Frau und er komplett 100% voll mit dabei sind. Aber die brauchen den Support von der Familie, diese Rückendeckung, dass die einfach diese große Wand hinter sich stehen haben, dass sie sagen, okay, egal was ist, auch wenn die nächsten 3 bis 5 Jahre nicht so viel Zeit habe für die Familie, ich mache es trotzdem für die Familie. Ist das ein wichtiger Punkt für uns, wo wir mit unseren Partnern immer von vornherein reingehen? Weil der größte Part, warum eigentlich jemand ziemlich schnell aufhört in unserer Branche, ist, wenn er demotiviert ist. Und wenn er von der Frau daheim oder vom Mann ebenfalls nochmal eine Demotivation bekommt, hört er sofort auf. Aber wenn die Frau daheim oder der Mann sagt, Mensch, geh raus, mach das Business, du hast angefangen, komm, wir ziehen das durch, dann ist die Chance viel geringer, dass so jemand das Handtuch schmeißt, wie wenn jemand sagt, okay, jetzt bist du schon wieder unterwegs, bringst kein Geld nach Hause, haben kein Verständnis für diese Branche. Darum machen wir die Erstgespräche immer gerne mit beiden Partnern, weil die Frau oder der Mann, wo im passiven Geschäft im Hintergrund tätig sind, eigentlich eher sehen müssen, was jetzt in Zukunft der Partner macht und dass die einfach hinter ihm stehen können. Also es ist schon ein Erfolgsgeheimnis. Es gibt natürlich Hilfsmittel und wenn man einen Wunsch oder einen Traum hat, der nicht nur einen Teil des Partners betrifft, also nur nicht der, wo aktiv ins Geschäft einsteigt, sondern auf einmal der Partner oder die Partnerin mit inbegriffen ist, also eine Familien-Challenge entsteht. So, und das war immer unser großer Erfolg, wie es der Manuel schon gesagt hat. Wir haben gesagt, ihr müsst einen gemeinsamen Traum haben, worin dieser Verzicht manchmal, gerade am Anfang einfach vielleicht am Wochenende durchzuarbeiten oder für Nebenberufler zu sagen, du, bevor ich nach Hause fahre, fahre ich noch auf einen Termin oder wir arbeiten durch mal 2, 3 Tage, was auch immer, dass der Partner oder die Partnerin zu Hause sagt, wow, hey, ich stärke dir den Rücken, ich bin so stolz auf dich, weil wir das gemeinsam schaffen und unser gemeinsames Ziel, diese Challenge, damit erreicht wird. Und ich bin mir sicher, dass das genau viele falsch machen. Extrem falsch, weil in unseren 5,5 Jahren, wo wir jetzt in der Branche sind, haben wir das oftmals mitbekommen, dass einfach Fehlkommunikationen vom Partnern zum anderen Partnern bestehen und somit gar kein Team gebildet wird, sondern eigentlich eher jemand, wo dann nur noch unterwegs ist oder irgendwo für seinen Traum arbeitet. Und bei uns ist es halt einfach so in unserer Branche, da musst du nur mal 3 bis 5 Jahre mal dir Zeit nehmen und mal richtig Vollgas geben. Und diese Zeit, ja, da musst du viele Opfer geben, ja. Und da kannst du auch mal, vielleicht kann es mal sein, dass du nicht so viel Geld verdienst, aber irgendwann kommt dieser Zeitpunkt, wo du sagst, hey Mensch, zu deiner Frau oder zu deinem Mann, wo du sagst, hey, das ist ja der Hammer, das hat sich gelohnt, wir haben das gemeinsam durchgezogen und jetzt haben wir dieses Leben. Und da machen viele, viele, viele Leute in viele Firmen einen großen Fehler, weil die einfach nur den einzelnen Vertriebspartner ansehen, genau wie wir es vorher schon angesehen haben, aber nicht das dahinter.
Was wichtig ist, finde ich persönlich, dass wenn man heute Menschen begeistern möchte für ein Geschäft, dann wird oftmals Social Media sehr genutzt, was ja großartig ist. Trotzdem erfahren wenige Menschen davon, ist wirklich was Beständiges dahinter. Und wir haben irgendwann begonnen, einen Kontakt, der Interesse hat, mit uns zu arbeiten, professionell abzuarbeiten. Das heißt, ein professionelles Telefonat zu führen, ein Bewerbungsgespräch am Telefon, ein persönliches Treffen zu vereinbaren, zwischendrin Unterlagen dem Partner zu senden. Per Post aber. Genau, per Post. Nicht per E-Mail, ja? Das sind wichtige Punkte, genau. Weil heute bekommen viele Menschen per E-Mail und so weiter, per WhatsApp, tolle PDFs und so weiter. Und wir gehen gerne, trotz unseres jungen Alters, zurück zum Ursprung. Und du wirst lachen, wir versenden heutzutage so viele DIN A4 Kuverte mit Präsentationsmappen, wo tolle Prospekte mit drin sind, wo Hörbücher mit drin sind, so wie du produzierst zum Beispiel, wo eine Visitenkarte mit reingeklemmt ist. Und ob alt oder jung, ob das ein 17-jähriger oder 18-jähriger Student ist oder jemand, der mit 65 sagt, Mensch, ich will es nur mal wissen. Jeder kommt auf uns zurück und sagt, hey, sowas habe ich bestimmt Jahre nicht mehr gesehen, dass ich richtig ordentliches Material bekomme. Und das ist ein großer Erfolgsfaktor auch von uns, dass wir nach außen richtig professionell auftreten mit solchen Materialien. Es wird sofort alles abgearbeitet, unsere To-Do-Listen und alles, die sind einfach immer abgehakt. Bei uns gibt es keine offene Baustellen, weil manche haben ja diese Aufschieberitis, die schieben alles von morgens bis abends hin und her. Da wird es nur noch schlimmer. Bei uns ist alles ein reiner Tisch. Wenn man zu uns nach Hause kommt, zum Roman oder zu mir auf dem Bürotisch, da ist alles abgearbeitet. Und nur so kann man wirklich professionell in der Network-Marketing-Branche arbeiten und hat man auch den Geist und den Kopf frei, um weiter richtig performen zu können. Menschen wollen ja mit jemandem zusammenarbeiten, der vertraut. Das heißt, wenn wir, ob Manuel oder ich, mit einem Neukontakt telefonieren oder mit einem bestehenden Partner, wie auch immer, und wir etwas sagen, also heute geht diese Informationspost auf den Postweg, dann muss die heute auf den Postweg gehen und nicht in 1,5 Wochen. Weißt du? Also es muss sofort abgearbeitet werden. Wenn du zu ihm sagst, du, wir telefonieren übermorgen um 15 Uhr, dann kommt um Punkt 15 Uhr, wirklich sauber pünktlich um 15 Uhr der Anruf. Nicht um 15.30 Uhr, sondern um 15 Uhr. Und das entwickelt so viel Vertrauen im Vorhinein schon, dass der Partner sagt, hey, da habe ich es mit richtigen Profis zu tun. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil in unserer Branche halt einfach kein Controlling vorhanden ist. Jeder macht so, wie er meint und ein bisschen hier und ein bisschen da. Aber unser Geschäft kann man trotzdem ebenfalls professionell führen. Und wenn man das macht, dann kommt man auch in alle Ebenen rein, wo man reinkommen möchte, das vom Stufenplan. Ja, die Navrat Brothers, absolute Superstars in unserer Branche und mindestens genau dieses Level auch unser nächster Gast. Wir dürfen uns auf eine Technik freuen, von der wir manchmal denken, oh, das habe ich doch schon mal irgendwo gehört, obwohl es die meisten Leute einfach nicht machen. Und zwar geht es um die Arbeit im warmen Markt. Es geht um die niemals endende persönliche Namensliste. Und dass diese Namensliste tatsächlich niemals endet, hat sie uns vorgemacht wie keine andere. Ein, und ich glaube, da übertreibe ich nicht, Millionen-Business dadurch aufgebaut, indem sie ihre persönlichen Fähigkeiten immer und immer wieder einsetzt. Unter dem Motto, du bist nicht der Freund deines Freundes, wenn das Gute, was du hast, ihm nicht gibst. Boah, das musst du jetzt bitte nochmal für uns wiederholen. Du bist nicht der Freund deines Freundes, wenn das Gute, das du da hast, ihm nicht gibst. Das bedeutet, wir sollten einfach dafür sorgen, dass mehr Leute von unserem Network-Geschäft erfahren. Und wie man das macht, vor allem wie man es exzellent macht, berichtet uns Christine Dehnhardt. Liebe Zuhörer, hier ist wieder die Christine Dehnhardt und ich darf euch jetzt meine Erfolgstipps verraten. Und da würde ich gleich starten mit euch mit einem spannenden Thema, nämlich ich möchte euch gerne nochmal Mut machen, wirklich mit jedem zu sprechen, der atmet. Und dafür braucht ihr ein gutes Gefühl. Mich hat jetzt letztens eine junge Partnerin gefragt, da sagt die, oh Partnerin, sie war noch keine Partnerin, Interessentin, Christine, was machst denn du da eigentlich? Und da habe ich ihr so im Groben erklärt, ich begleite Menschen, helfe ihnen, ob das erfolgreich wäre und habe ihr dann das Geschäft erklärt und will euch das nochmal kurz aufzeigen, weil sie hat mich mit dieser Frage nochmal wirklich zum Nachdenken angeregt und ich habe mich dann einfach mal rangesetzt und habe mir überlegt, was machen wir eigentlich? Wir bringen Menschen auf ihren Weg, ob beruflich, gesundheitlich, partnerschaftlich. Wir helfen Menschen aus Abhängigkeiten. Wir entwickeln Ideen, wir geben Sinn, glauben an Träume und wertschätzen. Wir investieren uns in unsere Partner,
Wir bauen auf, wir motivieren und wir vernetzen. Das sind nur kleine Punkte, das kann man endlos fortführen. Aber wenn du eine richtig gute Überzeugung hast, das Unternehmen passt, das Produkt erstklassig ist, dann darf sich nicht die Frage stellen, ob du Freunde, Bekannte, Verwandte ansprichst. Denn wenn du wirklich überzeugt bist, sind das die Ersten, mit denen du sprechen solltest. Und deswegen versteckt euch nicht und macht es nicht inkognito. Geht raus und habt wirklich Spaß dabei. Dann brauchen wir das Bewusstsein, dass wir wirklich ein erprobtes, funktionierendes Business-Konzept haben, womit jeder wirklich die Möglichkeit hat, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen. Jeder trifft natürlich die Entscheidung, ob er das nutzt oder nicht. Aber ihr könnt zumindest das Bewusstsein haben, wir haben es an der Hand. Und auch die klare Kommunikation, dass ihr Menschen unterstützt, aber nicht fürmacht, sondern nur vormacht, dass ihr nicht will loslassen, dass ihr stärker sortiert, das ist natürlich auch wichtig. Natürlich die Arbeit an sich selber, an persönlichen Zielen, an Lebenszielen, an Werten, daraus entwickelt sich eure Vision und die Vision hilft euch einfach dabei, erfolgreicher zu werden, weil ihr viele Gelegenheiten erkennt, die ihr sonst verpassen würdet. Euer Zeitmanagement wird professioneller, weil ihr wisst, das sind meine Prioritäten. Schwierigkeiten werden einfacher. Viele Ideen haben, ihr seid viel sensibler beim Zuhören, beim Hinhören in den Geschäftsvorstellungen, um das Motiv des anderen zu erkennen. Aber was ist jetzt der ganz klare Job? Wir haben alle eine klare Arbeitsweise und ihr werdet enttäuscht sein, es gibt keinen Geheimtipp. Der Geheimtipp ist, dass es keinen Geheimtipp gibt. Das klingt blöd, aber es ist so. Ich baue das Geschäft nach wie vor immer gleich auf und werde das wahrscheinlich auch nicht ändern, weil warum sollst du was ändern, wenn es funktioniert? Also meinen neuen Partnern gebe ich die Empfehlung, schreib alle Kontakte auf in die Namensliste. Trotz Facebook und was alles noch für Möglichkeiten gibt, schreib sie alle einmal auf. Dann ist das Nächste, wenn du sie aufgeschrieben hast, wir müssen uns verabreden. Egal über welche Art, ob telefonisch, über WhatsApp, jeder, wie er das möchte, wobei es immer Sinn macht, auch mal den Weg zu gehen, der weh tut. Und der tut natürlich mehr weh, wenn ich den Hörer in der Hand nehme, als wenn ich einfach eine WhatsApp schreibe. Geschäftsvorstellungen müssen dann anschließend gemacht werden. Nach der Terminabsprache folgt die Geschäftsvorstellung und anschließend wirklich die Motivation, die Interessenten, Partner, Neueinsteiger mit zu den Seminaren zu nehmen. Jetzt werden ein paar Leute zuhören, die garantiert schon länger im Network sind. Ne? Und die sagen, ja, jetzt erzählt ihr uns hier das alte Spiel. Und das stimmt. Ich mache immer noch jedes Jahr, schreibe ich mir eine neue Namensliste. Und da kommen natürlich meine neuen Kontakte rein, die ich natürlich auch draußen unter Umständen knüpfe. Also ich gehe auf Veranstaltungen, ich besuche Netzwerktreffen, ich lasse mir Empfehlungen geben. Was aber spannend ist, ist, ich mache keine Direktkontakteanzeige oder ähnliches. Also ich arbeite wirklich in diesem kalten Markt wirklich wenig. Also klar, eine Weiterempfehlung ist ja auch jemand Kaltes, aber ihr wisst, da ist immer irgendwo ein persönlicher Bezug da. Ich habe den Spruch, der neue Kontakt ist oft ein alter Kontakt oder die besten neuen Kontakte sind oft alte Kontakte. Und das als Tipp auch für euch, wenn ihr euch eine neue Namensliste schreibt, schaut mal durch, mit wem habt ihr denn, nehmt die alten Kalender, alte Visitenkarten, Geschäftsvorstellungen gemacht und wer ist nicht eingestiegen? Vielleicht habt ihr darüber auch Buch geführt, aber guckt euch an, wen habt ihr noch nicht erreichen können. Auch Partner, die ihr vielleicht registriert habt in euren Unternehmen, die noch nicht erfolgreich geworden sind, weil es vielleicht auch der falsche Zeitpunkt war, die also inaktiv irgendwo in eurem Netzwerk hängen, die schreibt ihr euch auf. Und natürlich alle Neuen, die dazukommen. Aber ihr werdet feststellen, dadurch, dass ihr, also das ist meine Erfahrung, dass sehr Vertrauen da ist. Und wenn ihr die Menschen jetzt nicht jede Woche immer wieder anruft, sondern, keine Ahnung, einmal im Jahr, und euch wirklich ernsthaft für denjenigen interessiert habt und auch zukünftig werdet, wenn ihr die Kontakte pflegt, müsst ihr nur darauf warten, dass sich Situationen ändern und die Leute erinnern sich an euch. Und das ist mein großer Tipp, dass ihr gar nicht unbedingt immer nur auf der Suche nach Neukontakten seid, sondern wirklich mal guckt, mit wem habt ihr denn gesprochen und lieber da mal ein Prosecco oder einen Kaffee trinkt oder demjenigen einfach mal was Gutes tut, indem ihr ihm vielleicht einen Auftrag vermittelt, indem ihr netzwerkt, und einfach mal was geht, bevor was erwartet. Also das als Tipp von mir, sonst gibt es da nicht viel Neues. Wir müssen uns verabreden mit Interessenten oder besser gesagt mit unseren Personen, die wir auf der Liste haben und wir müssen eine Geschäftsvorstellung machen. Und wenn wir das gemacht haben, ist das Ergebnis eigentlich egal. Wir müssen um das Seminar kämpfen, nachfassen und dann ins eigentliche Tun kommen. Und nicht nur motivieren und Blabla machen, sondern wirklich ernsthaft ins Handeln kommen. In diesem Sinne werdet ihr das Gefühl haben, ihr habt in eurem ganzen Leben noch nicht gearbeitet, wenn ihr wirklich das macht, was euch Spaß macht. Und das wünsche ich euch von Herzen. Liebe das, was du tust. Mach's aus deinem Herzen. Ich wünsche euch viel Erfolg und bis bald.
Ciao. Soweit die Christine und vielleicht nochmal als Mantra oder als Pitch auch für euch da draußen. Network Marketing bedeutet unterm Strich eins. Ich lerne ein Produkt, Geschäft, Dienstleistung oder Company kennen, von deren Nutzen für andere ich so überzeugt bin, dass ich das dringende Bedürfnis habe, mit jedem, der mir wichtig ist, drüber zu sprechen. Das dringende Bedürfnis mit jedem Menschen, der es hören möchte oder zu Beginn vielleicht noch nicht hören wollte, mit jedem Menschen über das Geschäft und das Produkt zu reden, haben auch Henriette Albrecht und Uwe Rothart. Und wie sie das gemacht haben, vor allem, wie sie dafür gesorgt haben, dass nicht nur sie, sondern auch viele, viele Leute innerhalb ihrer Gruppe mit vielen, vielen Leuten gesprochen haben, das verraten uns die beiden in ihrer persönlichen Vorgehensweise. Wir machen regelmäßig Webinare, regelmäßig Kommunikation, regelmäßig Trainings, wo wir Dinge tun. Und wo ein ganz, ganz wichtiges Element ist dann auch immer dieses direkte Arbeiten mit Menschen und dieses direkte Vorführen, was wir tun. Und es geht weniger darum, bestimmte Sätze, natürlich gibt es auch Sätze, die man verwenden kann. Es gibt Regeln, wie man telefoniert und diese ganzen Geschichten. Aber schlussendlich ist es doch ganz einfach so, 99% der Menschen sind an einem Punkt A und wollen zu einem Punkt B. Und wenn ich das erstmal weiß, jeder hat irgendwas, was ihn anzieht, irgendwas, was ihn treibt, dann kann ich über eine Frage ins Gespräch gehen. So nach dem Motto, manchmal frage ich Leute, sag mal, warum bist denn du heute Morgen aufgestanden? Was hat dich angetrieben, aus dem Bett rauszuspringen und jauchzend den Tag zu beginnen? Dann habe ich natürlich schon einen Lacher, weil die meisten springen nicht aus dem Bett und freuen sich. Und dann bin ich im Gespräch und was ich vorhin gesagt habe, schau, wo Menschen anfangen, lebendig zu werden und führe dieses Gespräch weiter. Bis du zu einem Punkt kommst, wo es ganz klar ist, hey, wo ich dann sagen kann, pass mal auf, ich habe das Gefühl, du solltest dir mal was anschauen. Ich war bei einem Seminar, da habe ich Leute kennengelernt. Den Mann kannte ich schon, die Frau kannte ich noch nicht. Wir waren im Gespräch und wir haben angefangen, über Ziele zu sprechen und über das, was wir im Leben wollen. Und hat sich herausgestellt, dass sie nicht besonders zufrieden war, nicht besonders glücklich war. Und dann habe ich genau das gemacht. Ich habe gesagt, okay, pass auf, wenn du im Leben andere Dinge erreichen willst, als das, was du momentan hast, als das, was du momentan bist, als das, was du momentan tust, dann solltest du wahrscheinlich einen oder anderen neuen Gedanken kennenlernen. Dann solltest du vielleicht auch mal einen anderen Weg gehen. Pass auf, lass uns mal zusammensitzen. Eine halbe Stunde brauche ich. Ich erzähle dir was. Und das war es im Prinzip. Eine andere Story. Da sind wir im Winter über Schneepass gefahren mit dem Auto nach Österreich. Oh yes. Ja, und zwar in ein großes, ich glaube, das war ein Kosmetikinstitut. Es war so ein richtiges Institut mit richtig vielen Leuten. Und wir haben gedacht, wow, super. Der Mann war sehr, sehr interessiert. Der hat uns sogar das Hotel spendiert. Der hat uns zum Essen eingeladen. Wir haben eine Vorführung gemacht und haben gedacht, wow, super, jetzt geht's richtig ab. Das war noch relativ am Anfang. So, und dann hatten wir noch einen zweiten Termin. Der war dann weiter weg. Der war irgendwo schon an der tschechischen Grenze bald. Da haben wir gedacht, na gut, fahren wir auch hin. Ist eine gute Kundin und sie wollte dann, dass wir eine Präsentation machen. Und dann waren wir auch dort. Also es waren zwei Termine. Ne? Der eine war, wo wir gedacht haben, wow, Riesennetzwerk, Riesenpotenzial. Und der andere, naja, nette Frau, schauen wir mal. Spirituelles Zentrum. Spirituelles wir saßen Zentrum, im Kreis. Genau. Es war wirklich ein völlig anderes Setting. Genau. Diese Dame war über viele Jahre eine stabile Partnerin. Und gleiche Geschichte wie bei uns. Jan ist groß geworden mit diesem Business. Der hat erlebt, wie wir telefoniert haben. Der war auf Präsentationen dabei. Und diese Dame hatte auch eine Tochter. Damals war sie, wie alt war sie? 15 oder so. 15 Jahre alt. Sie hat das gehört und sie hat dann auch diese Gedanken bekommen. Ich erzähle immer so die Geschichte, die Menschen arbeiten 8 Stunden jeden Tag, 40 Stunden die Woche, 160 im Monat. 2.000 im Jahr und in Deutschland so normalerweise zwischen 80 und 95.000 Stunden und dann kriegst du eine Rente von 900 Euro. Wie spannend ist das denn? Und sie kam dann irgendwann, dann waren wir in Wien auf einer Präsentation, da kam sie auch und dann hat sie gesagt, mir reicht's, ich habe jetzt 2 Monate in dieser Kanzlei gearbeitet, das will ich nicht mein Leben lang machen, das geht nicht, da kann ich überhaupt nicht das Leben, was ich leben will, ich steige hier ein. Hier kann ich dieses Leben mir erarbeiten, das ich wirklich leben will. Und wie alt war sie da? 21? 18, 19, 20, weiß ich. Ach so, das ist sie jetzt, ja. Jetzt ist sie ja, 21. Also genial, wenn Menschen erkennen, okay, das kann wirklich ein Weg für mich sein, egal welche Ausbildung ich habe, egal wo ich herkomme. Und das ist so ein schönes Potenzial. Also was ich gerne mache, ist, dass ich nach Weiterempfehlungen frage. Vor allem, wenn mir jemand sagt, nein,
dass ich wirklich frage, hey, wen kennst du, für den genau das jetzt zum richtigen Zeitpunkt kommt und die oder der echt glücklich wäre, wenn du ihm diese Information gibst, diese Konnektion zu mir. Ich glaube, das habe ich sogar aus den Pauli-CDs gelernt. Das ist ja auch ein Schlüssel, auch im Gespräch, auch in der Akquise. Frag die Leute, geh nicht davon aus, dass du weißt, was die wollen, geh nicht davon aus, dass die selber wissen, was sie wollen, sondern sprich mit denen, frag sie, kommuniziere mit denen. Und ich kann ja zum Beispiel ganz einfach sagen, du Henriette, ich sehe ganz genau, das ist irgendwie nichts für dich, aber wen kennst du der? Mhm. Oder fällt dir jemand ein, für den das interessant sein könnte? Ganz einfache Geschichte eigentlich. Und es geht natürlich auch da um, es geht um die Masse, es geht um die Zahl. Nicht jeder gibt eine Weiterempfehlung, aber ganz oft bekommen wir Weiterempfehlungen auch von sogenannten Kaltkontakten, auch von Kontakten, die wir übers Telefon gemacht haben, die wir über Xing gemacht haben. Und Leute, die einen gar nicht kennen, aber wenn sie ein gutes Gefühl haben, wenn man ihnen im Gespräch ein gutes Gefühl hinterlässt, sind die auch bereit zu überlegen, zumindest mal zu überlegen und sagen, okay, da fällt mir der und der ein, für den könnte das vielleicht interessant sein. Und dann habe ich natürlich einen großen Vorteil, denn es ist kein kalter Anruf mehr. Ich glaube, diese Herausforderung hat jeder Mensch. Definitiv. Ja? Zu lernen, dass man sich nicht als Person abgelehnt fühlt, sondern dass zum jetzigen Zeitpunkt Geschäft oder Produkt nicht das Richtige für mein Gegenüber ist. Das ist. Und das muss man wirklich lernen. Das tut am Anfang weh. Und wenn du das meisterst, dann kannst du richtig viel Geld verdienen. Weil dann geht es nur noch um die Anzahl der Kontakte. Also angenehm finde ich es heute immer noch nicht. Aber bei mir hat eher so das Pendel ausgeschlagen in dem Moment, wo ich angefangen habe, an mich selbst zu glauben. Das war es eher. Es war weniger die Angst vorm Nein als der Glaube an sich selbst. Das ist ausschlaggebend. Und ich glaube, es ist für viele ausschlaggebend. Es ist ein Weg und wenn du genau weißt, wo du hin willst und wenn du dich dahin entwickelst, die Person zu sein, die du werden willst, ja, sozusagen, wenn du an dich glaubst und für dich läufst und das ist ein Prozess von Selbstermächtigung. Das ist der Dreh- und Angelpunkt von dem, was wir machen mit unseren Vertriebspartnern. Weil wenn Leute nicht anfangen, an sich selbst zu glauben, dann ist die Zeit, sie verschwenden ihre Zeit und unsere Zeit. Also ich denke, das ist immer alles ein Prozess. Es ist erstmal ein Prozess, sich selber kennenzulernen, sich in der Kommunikation mit anderen kennenzulernen, auch dieses Business verstehen zu lernen und vor allen Dingen ein Gefühl dafür zu bekommen, dass es real ist. Also ich kann nicht für dich sprechen, aber für mich ist ganz klar, wenn die Person nicht weiß, warum sie losläuft, ist alles für ein Arsch. Ich meine, Tatsache ist, es ist für die allermeisten am Anfang schwer. Es ist für ganz viele nicht einfach und es ist ein Weg. Und ich sage immer ganz gern, Network Marketing ist das beste und schnellste Persönlichkeitsentwicklungsprogramm ever und du wirst sogar noch bezahlt dafür. Ergebnisse erzeugen sind auch, dass jemand wirklich die ersten Schritte tut, die man tun muss, um dahin zu kommen, wo man hingehen will. Wenn ich merke, dieser Mensch bewegt sich und tut in seinem Rahmen Schritte gehen, dann ist es für mich wert, ihm ihr zu helfen. Glauben entsteht immer durch Tun. Ganz egal, wie klein der erste Schritt ist, wenn ich den gemeistert habe und da ein Gefühl dafür bekommen habe, dann entsteht Glaube, dann entsteht auch dieses Selbstbewusstsein in Trainings. Da machen wir ganz kleine Schritte. Bei ganz vielen Networkern fängt es doch schon an, wenn ich frage, was machen Sie beruflich, dass die keine Antwort haben. Das heißt, wir üben das. Und dann kommt dann irgendwann, habe ich eine Mail bekommen, da hat eine Frau geschrieben, hey, ich habe das ausprobiert, was ihr gesagt habt und es hat fast genauso funktioniert. Yeah. Wie genial ist das denn? Es braucht bestimmte Schritte, ganz klare Dinge, die man Leuten geben kann. Und ich denke, man muss aber auch immer dazu sagen, hey, du musst es mit deiner Persönlichkeit fühlen. Sag es auf deine Art und Weise. Sag es nicht wie ich und dann mach es einfach. Und wenn Leute Schritte gehen, dann kommt das Selbstvertrauen. Die meisten Leute haben kein Selbstvertrauen, weil sie keine Schritte gehen, weil sie viel zu lange drüber nachdenken überhaupt, einen ersten Schritt zu machen. Und ich denke, wenn wir über diese Hürde weg sind, dann fängt Entwicklung an. Ja, intensive und persönliche Zusammenarbeit mit den Geschäftspartnern, mit den Vertriebspartnern, das ist immer wieder ein Thema. Und ein Thema ist es auch für unsere nächste Meister-Networkerin, denn das Thema persönliche Zusammenarbeit beherrscht sie ebenfalls wie keine andere. Ja, Lydia Werner, würde ich sagen, hat sich das Thema Leadership auf die Fahne geschrieben. Das ist ja auch immer ein Thema, mit dem insbesondere Frauen immer so ein bisschen hadern. Und zum Thema Leadership gehört natürlich in allererster Linie auch das Thema Einarbeitung, Zielplanung, Aktivitätenplanung mit neuen Leuten. Und dazu verrät sie uns mehr.
mir ist es ganz, ganz wichtig, mich in die Menschen zu investieren, ihnen zu helfen. Und dafür ist ein Startgespräch mit einem Neupartner ganz, ganz wichtig. Ich gehe jetzt davon aus, dass du dich zu 100% für dein Unternehmen committed hast. Das heißt, du bist begeistert von der Philosophie, von den Produkten und du verwendest natürlich die Produkte und bist selbst ein Produkt der Produkte. Ich sage auch gerne, wenn es also gerade in dieser Gesundheits- oder Schönheitsbranche auch darum geht, sein Badezimmer, sein Haus, seine Wohnung zu einem Showroom zu machen. Da sieht man, dass du zu 100% wirklich dahinter stehst und für eine Sache brennst. Jetzt kommen wir aber darum, wie startet man erfolgreich? Für mich ist ganz wichtig zu wissen, wie viel Zeitbudget bringst du mit? Wie viele Stunden hast du pro Woche? Wie kann ich ein maßgeschneidertes Konzept mit dir gemeinsam entwickeln? Darüber hinaus ist es mir ganz wichtig zu wissen, was ist dein Warum? Warum hast du dich für unser Unternehmen entschieden? Warum möchtest du mit unserem Unternehmen arbeiten? Warum möchtest du damit erfolgreich werden? Und oft können das die Menschen nicht so leicht beantworten. Und da braucht es ein bisschen ein Fingerspitzengefühl, auch hier Beziehung aufzubauen. Und da helfen zwei Fragen. Zwar die eine Frage, was funktioniert denn in deinem Leben gerade ganz besonders gut? Was ist denn besonders schön? Und dann erfahre ich sehr viel über das Privatleben, über das Berufsleben, über die Kinder, über den Ehepartner, über die Freizeit, über die Hobbys, über die Familie. Und das notiere ich mir natürlich auch. Und die zweite Frage, die ich stelle, was funktioniert gerade gar nicht so gut? Was würdest du gerne ändern, wenn du es sofort und leicht ändern könntest. Und da kann ich auch mithelfen, den Weg zum Ziel oder zur Vision mitzugestalten. Denn wenn du Menschen heute nach einer Vision fragst, dann tun sich junge Leute ganz, ganz leicht, aber Menschen ab 40, 50, die schon im Alltag ihre Träume vergraben haben, die tun sich damit vielleicht nicht so leicht. Und da muss man ein bisschen nachhelfen. So, und dann geht es auch darum zu wissen, was ist dein Einkommensziel? Hey, das ist ein Büro, das ist dein Job, das ist dein Business. Also möchte ich auch gerne wissen, was möchtest du denn verdienen? Und dann möchte ich gerne wissen, was ist so ein kurzfristiges Ziel? Was können wir denn gemeinsam in den ersten 3, 6 oder 12 Monaten erarbeiten, verwirklichen. Und oft sind das kleine Dinge, vielleicht ein Babysitter, vielleicht eine Haushaltshilfe, vielleicht das Schulgeld leichter zu bezahlen oder die Rate für die Wohnung oder für das Haus leichter abzubezahlen oder für die Kinder ein neues Fahrrad zu kaufen. Oft ganz einfache kleine Dinge oder mal in den Urlaub zu fahren. Und all das kann man ja wirklich in ein paar Monaten realisieren, wenn man konzentriert und fokussiert arbeitet. So, wenn ich das alles habe und mir alles notiert habe, dann kann ich darauf auch immer zu sprechen kommen. Wenn mal die Dinge vielleicht nicht so gut laufen, kann ich immer wieder an diesen Traum erinnern. Aber eine Abschlussfrage ist mir dabei auch noch ganz wichtig. Was bist du denn bereit, in deinen Traum, in dein Ziel zu investieren? Auch das notiere ich mir. Vor allem weiß ich dann, mit wem habe ich es denn in Wahrheit zu tun? Ist es jemand, der sagt, ja, wie, was heißt das investieren? Oder habe ich jemand, der sagt, ja klar, ich investiere alles, all meine Zeit, all mein Herzblut, all meine Bereitschaft zu lernen. Ich bin bereit, auf alle Veranstaltungen zu gehen. Ich werde das machen, was du sagst. Ja? Das heißt, es macht es dir als Mentor oder Mentorin einfach ganz, ganz einfach zu wissen, wie viel Zeit und Engagement investierst du in deinen Neupartner. Manche brauchen vielleicht gar nichts, weil sie einfach nur die Produkte verwenden wollen und es ein bisschen weiter erzählen wollen. Ja gut, die brauchst du nicht coachen, die brauchst du nicht leaden. Aber dann gibt es welche, die möchten ganz klar mal ihre ersten 2.000, 3.000 Euro verdienen. Und dann gibt es ganz klar Leute, die wollen eine Führungskraft werden, die möchten Großes erreichen. Und da liegt es an dir, einfach zu wissen, in welchen Dosierungen gibst du welche Informationen und welche Aufgaben weiter. Ja, ich hoffe, ich habe dir damit einen Schlüssel an die Hand gegeben, wie du deinen Neupartner und natürlich auch dich selbst einfacher und leichter zum Erfolg bringen kannst. Ja, ich freue mich, wenn wir uns irgendwo, irgendwann wieder mal hören. Wir sehen, Network Marketing funktioniert nicht nur in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich, sondern auch auf Mallorca. Und es funktioniert auch besonders gut in Luxemburg. Ja, und wie ich vor kurzem vom Robert erfahren habe, sind die Jungs aus Luxemburg auch starke Direktkontakte. Und das freut mich natürlich insbesondere,
weil es auch ein Steckenpferd von mir ist. Mir wird ganz warm ums Herz. Ich freue mich auf die gemeinsame Vorgehensweise von Claude und Fabien Simon. Also aus der Wirtschafts- und Berufsumfrage bekommen wir an und für sich heraus die Informationen, die für uns interessant sind. Also an und für sich, was möchte er an Zeit investieren und so weiter. Danach gibt es noch eine Checkliste, die halt Punkt für Punkt die gewissen Arbeitsmethoden, die wir machen, nochmal auflistet. Ja, ganz einfach. Ich drehe das Blatt um, zeige ihm auf meine Träume, mein Bankkonto und frage in der Relation, wie es bei der Person ist. Und wenn ich dann sehe, dass es bei ihm genauso wie bei mir ist, dass das Bankkonto viel kleiner ist als meine Träume, sage ich ihm auf, wie schnell er bei uns einsteigen kann und sehe dann, ob das, was er uns ausgefüllt hat auf der Wirtschafts- und Berufsumfrage, richtig oder falsch ist. Und dann steigt er bei uns ein. Ja, dann kommt ein neues Tool, was wir jetzt seit 2,5 Jahren entwickelt haben. Da kommt eine Checkliste. Und die Checkliste ist für mich mit das wichtigste Tool überhaupt, was wir benutzen. Weil da muss der neue Partner, der eingestiegen ist, einmal erzählen, warum ist er eingestiegen und wohin will er und was sind sie bereit dafür zu tun. Ja, ich bohre da sehr, 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 sehr tief in die Materie rein, weil es sehr wichtig ist. Der neue Partner soll ja wissen, dass es hier um Arbeit geht und dass er Zeit investieren muss in den nächsten 2-3 Jahren, um dahin zu kommen. Die Zeit ist sehr, sehr wichtig. Wir haben 24 Stunden zur Verfügung, er so gut wie ich. Und wenn wir nicht bereit sind zu wissen, wo der hin will, ist es mit der Checkliste sehr, sehr schnell geklärt, dass man ihm sagen kann, wenn du nicht bereit bist, diese Stunden pro Woche zu investieren, dann macht es auch keinen großen Sinn, dass wir hier weiterarbeiten. Ja, 500 Euro in Luxemburg ist ja eine 25-30 Stunden Beschäftigung jeden Tag und monatlang. Wenn Leute zu mir kommen und 500 aufwärts verdienen wollen, dann mache ich ihnen ganz klar bewusst, dass außer ihren Beruf diese 8 Stunden Investition, dann Reise, Essen, Schlafen, Familie beschäftigen, noch 3-4 Stunden übrig bleiben und dass das für ihr Nebeneinkommen geplant werden muss. Das heißt, Hobbys, Fußball, Tanzen oder so weiter soll mal ein paar Monate weggestellt werden. Wenn ich das noch nebenher machen will, wird die Utopie 500 Euro nebenher verdienen, eine klare Illusion bleiben. Der die Checkliste nachher übersteht, der ist an und für sich bereit, um in die Materie einzutauchen. Für mich gibt es einfach 2 Aspekte, die unglaublich wichtig sind bei der Checkliste. Das ist einerseits, dass ich nichts vergesse. Das heißt, ich kann das Punkt für Punkt abhaken. Und der zweite, wenn nicht sogar der wichtigste Aspekt, dass es an und für sich jeder das Gleiche macht. Das heißt, es wird nach einer gewissen Arbeitsmethode, die sehr einfach und strukturiert ist, gemacht. Und die ist sehr einfach und sehr schnell duplizierbar und erlernbar. Ja, ich hatte nie MLM-Erfahrung und als ich das Geschäft vor 16 Jahren gestartet habe, sind so viele negative Begegnungen von mir gekommen, von bis. Und ich muss ganz ehrlich sagen, in den 16 Jahren hat die Firma nicht ein einziges Mal mir ein Problem geschaffen, sei es mit Produkten, sei es mit Provisionen, sei es mit alles Abdeckung von jedem Problem. Die Einzigen, die mich enttäuscht haben oder die Firma enttäuscht haben, sind die Menschen. Das sind A, die möchte gerne erfolgreichen, die irgendwo viel Mist erzählt haben, um Leute zu akquirieren oder selbst Leute, die gedacht haben, die würden in 3-4 Wochen Millionäre sein, dann das Geschäft schlecht gemacht haben, weil sie die Zeit nicht investiert haben oder nicht das umgesetzt haben, was sie sollten. Die Qualität ist sehr, sehr wichtig. Ich sprach dir vom Leistungssport. Wenn du im Sport was erreichen willst, kann es ja nicht sein, dass du dem Sportler sagst, pass mal auf, mit einer Woche Training pro Woche wirst du sehr erfolgreich sein. Das stimmt einfach nicht. Und ich finde, in diesem Geschäft soll man ehrlich sein. Und wenn man von Anfang an ehrlich ist und der Person erklärt, dass die Arbeit die fundamentale Sache ist, um hier erfolgreich zu werden, dann müssen das Leute von Anfang an begreifen. Und dann wird es für uns schneller basiert, dass der Mensch auch Erfolg hat. Weil du musst bedenken, wenn du nicht bereit bist zu investieren über lange Zeit, dann wirst du in dieser Industrie keine Chance haben, erfolgreich zu werden. Für mich ist es so, in jedem Beruf, was du erlernt hast, sei es Putzfrau, sei es Akademiker, Beamter, Arzt oder, kannst du hier alles erreichen, wenn du willst, wenn du bereit bist zu lernen, wenn du bereit bist, einfache Dinge umzusetzen, dass jeder damit umgehen kann und die Vision hast, ein Warum zu haben, etwas in deinem Leben zu verändern. Ich hatte jahrelang sehr große Probleme damit, loszulassen. Ich glaube, der mein Mentor ist, hat immer gesagt, man soll auf toten Pferden nicht reiten. Diese Aussage hat mich damals geprägt, weil bei mir war es so, ich habe immer an Menschen mehr geglaubt, als sie vielleicht an sich selbst und habe immer festgehalten. Ich habe gesagt, es kann nicht sein, der hat Vision, der hat gesehen, das ist alles passiert. Nur ist keine Bewegung reingekommen. Und trotzdem habe ich angehalten, ich habe ihm telefoniert, bin ihm nachgelaufen und. Und das war die schlechte Variante. Heute durch die neuen Werkzeuge, die wir seit jetzt 2,5 Jahren benutzen,
ist dieser Filter für uns viel, viel einfacher. Man merkt, wo wir die Zeit investieren. Und wenn du die Zeit investierst in die richtigen Leute, ist das viel, viel erfolgreicher, wie wenn du einfach an Leute investierst, wo du mehr dran glaubst als sie selbst. Du musst dir mal überlegen, das Geschäft, was ich betrieben habe, war 8-9 Jahre nicht professionell. Ich habe viel erreicht durch Emotionen, durch Begeisterung, aber mir hat ein Controlling hinten dran gefehlt. Der Controlling kam durch Daniela. Das, was du verdienst, nicht unbedingt auch ausgibst, dass du nicht Leute belohnst, ehe sie was gemacht haben und alle diese Sachen, die ich falsch gemacht habe. Dann war es so, dass ich hatte ja sehr intelligente Leute in meiner Struktur immer ihr eigenes System haben wollten. Das heißt, der eine gesagt, ah, das da ist nicht gut, das da ist nicht gut, das da ist nicht gut, das da ist nicht gut. So, und dann irgendwann habe ich gesagt, wie hast du erfolgreich gearbeitet? Und das war meine Fragestellung, die ich immer gestellt habe. Und das habe ich zu Papier gebracht. Und als ich das zu Papier gebracht habe, habe ich gemerkt, die WUBU ist so einfach, ich kann sie dir zeigen, das ist so blöd. Nur die Fragen, die du stellst, in 5 Minuten, weiß ich ganz genau, okay, mit dem kannst du nicht. So, und dann mache ich das. Jetzt kann Chiara das, der Fabian kann es, der kann es. Und um eine Duplikation zu erreichen, ein Riesenteam, musst du ein einfaches Tool haben, was jeder kann. Und für mich ist eine Duplikation von 10, 15-fache einfacher, wenn du schon ein paar Jahre dabei bist, ein Riesenteam hast, wie wenn du anfängst. Und wenn du hier siehst, ich nehme das Potenzial von Luxemburg, wenn hier mal 100 Leute das hier mal richtig machen und nur 2-3 Leute pro Monat akquirieren, ein Jahr lang, dann wird der Umsatz hier explodieren. Und das ist für mich die Vision ganz klar, den Fokus zu sagen, wir machen das und ziehen das jetzt ein paar Jahre durch, ohne Wenn und Aber. Und uns von keinem irgendwo etwas anderes andrehen zu lassen, dass die Wiese da grüner ist, dass wir die Farbe wechseln von blau auf rosa oder, sondern wir haben jetzt was vielleicht nicht perfektes, aber sehr effektives System. Claude und Fabien Simon, die beiden Superstars ihrer Firma. Man hört's, sie kommen aus dem französischsprachigen Raum und Französisch wird, glaube ich, auch da gesprochen, wo unser nächster Mentor herkommt. Ja, Philipp Ritter aus der Schweiz erklärt uns, wie man sage und schreibe 1.000 Euro am ersten Tag mit neuen Partnern verdienen kann. Das klingt für mich ein bisschen komisch, weil schließlich heißt es doch immer, Network Marketing ist kein schnell reich werdendes System. Kann man machen, muss man aber nicht. Das Geheimnis seines Erfolgs, nicht 90% Planung und 10% Aktivitäten, sondern 10% Planung und 90% Aktivität. Und wie er es gemacht hat, vor allem wie er dafür gesorgt hat, dass es auch seine Partner machen, das erfahren wir jetzt von Philipp Ritter. Mein persönlichen Schlüssel zum Erfolg im Network Marketing ist, dass die meisten sich einfach mit dem Falschen hauptsächlich beschäftigen. Meine Erfahrung ist, dass die meisten Partner, wenn sie in dieses Geschäft kommen, 90% ihrer Zeit mit dem Planen verbringen und circa 10% mit dem Kontakten. Meine persönliche Erfahrung ist, es muss gerade umgekehrt sein. Mit neuen Partnern solltest du 90% ins Kontakten investieren und 10% ins Planen. Das heißt, ich werde euch kurz und knapp erklären, wie ich es schaffe, dass es Vertriebspartner gibt, die schon am ersten Tag 1.000 oder 2.000 Franken verdienen. Das ist der richtige Power, der da reinkommt. Und das Gesetz der großen Zahlen, das kennt jeder in der Branche. Wer Kontakte macht, der kriegt Termine. Wer Termine hat, kann präsentieren, ob es das Geschäft ist oder das Produkt. Wer präsentiert, baut neue Kunden und Partner auf. Wer durchhält, der siegt. Und das ist das Entscheidendste. Alles in deinem Geschäft dupliziert sich. Dein Team beobachtet sehr, sehr genau, was du machst. Dein Team macht nicht das, was du sagst, sondern was sie beobachten. Positives Verhalten wird manchmal dupliziert, negatives viel, viel häufiger. Was ich bei mir einfach gemerkt habe, ich habe mir mal überlegt, nach einer gewissen Zeit, wo kommt dann mein Geld her in dieser Firma? Und wenn ich die Abrechnungen Ende Monat angeschaut habe, habe ich nie Geld gekriegt, weil ich irgendwie 3 Stunden mit Herrn Meier geplant habe, 5 Stunden mit dem Severin geplant habe, 3 Stunden
mit dem geplant habe, mit dem geplant habe, mit dem geplant habe. Ich habe nie auf der Abrechnung für diese Tätigkeiten Geld bekommen, sondern ich habe immer eins gesehen, dass ich auf der Abrechnung gesehen habe, dass Umsatz generiert wurde und diesen Umsatz, auf das habe ich eine Provision bekommen. Und das ist der Kern in unserem Geschäft. Und ich habe einfach gemerkt, dass Erfolg der einzige Motivator für die Neuen ist. Das heißt, wenn du mit einem neuen Geschäftspartner startest und er verdient sofort Geld, er verdient sofort seine ersten 1.000, 2.000 Euro, so schnell wie möglich, ist das ein Turbo, der du mit dem Planen niemals ersetzen kannst. Meine Erfahrung ist, und ich habe das ja auch schon falsch gemacht, früher habe ich 2-3 Stunden mit Leuten geplant und alles erklärt und alles angeschaut. Und dann ist er nach Hause gegangen, hat wahrscheinlich mit Menschen gesprochen darüber, weil er selber nicht mehr genau wusste, was muss ich jetzt wirklich als erstes machen oder wie auch immer. Oder er war zwar begeistert und habe mit Leuten gesprochen und die haben ihn dann negativ beeinflusst. Also ich habe mit jemandem 2-3 Stunden geplant, dass er mir nachher gesagt hat, du, ich glaube, es ist trotzdem nichts, dieses Geschäft. Und das habe ich ab dem Moment nicht mehr gehabt, ab dem Moment, wo ich mit den Leuten, ab dem Moment, wo ich sie eingeschrieben habe, sofort wirklich in Aktion gegangen bin. Das heißt, die Namensliste ist für mich das Fundament überhaupt. Wenn ich mit Menschen mich hinsetze, dann ist das Erste, was ich bearbeite, die Namensliste. Oder die sind schon vorbereitet, die Listen. Das ist noch besser. Dann sitze ich mit den Leuten hin und ich gehe wirklich das ganze Social-Media-Konzept, Profil und alles, was er schon hat, durch. Ich gehe mit ihm WhatsApp durch. Ich gehe mit ihm das ganze Telefonbuch durch. Und ich suche mir ein Produkt aus meiner Firma, wo ich sage, okay, das ist das beste Kundenprodukt, das ist das genialste, da ist der Nutzen am größten, das ist das beste Verkaufsprodukt und mit dem beginne ich. Natürlich sollte das auch ein Produkt sein, wo mein neuer Partner auch völlig begeistert ist davon, das ist klar. Und dann rechne ich mir genau aus, wie viel von dem Produkt muss ich jetzt verkaufen, dass ich die ersten 1.000 oder 2.000 Euro damit verdiene. Das heißt, es geht für mich sofort darum, dass ich Menschen in seinem Umfeld zum Produkt begeistern kann und erste Kunden aufbauen kann. Und das Zweite ist, dass ich aus der kompletten Liste, die er hat, mindestens 20 Personen mit ihm herausschreibe, wo er sehr gut kennt, wo er sagt, okay, da will ich, dass die mehr Geld verdienen und die gehe ich auch direkt mit ihm an auf das Geschäft. Also was ich im Groben anders mache, ich investiere mal einen halben Tag oder auch einen Tag in meinen neuen Partner und ich kontakte jetzt den ganzen Tag mit dieser Person. Ich mache es vor. Ich mache es. Ich springe mit ihm ins Wasser, ins kalte Wasser. Und meine Erfahrung ist, ich weiß sofort nach einem Tag, wird das ein guter Vertriebspartner oder nicht. Und wenn es nichts wird, ist es auch in Ordnung, weil dann habe ich nicht unnötig Zeit verschwendet. Aber eins kann ich dir sagen, die Leute, die es dann wirklich machen und die Leute auch mit meiner Hilfe ansprechen, die sind on fire, weil sie sofort wirklich Produkte verkauft haben, Kunden aufgebaut haben, weil sie sofort Termine abgemacht haben für Geschäftspräsentationen mit mir zusammen. Bei Facebook oder verschiedenen Social Media Kanälen gehe ich auch manchmal in die Konversation zusammen mit den Leuten, dass sie sofort mich als Unterstützung haben. Wir laden jetzt gemeinsam Leute auf Geschäftspräsentationen an. Wir bauen jetzt gemeinsam Kunden auf. Er hat die Möglichkeit, mit mir mal einen Tag Vollgas zu geben und dort gehe ich all in und zwar mit dem Kontakten und nicht mit Planen. Planen ist aus meiner Sicht am Anfang Zeitverschwendung, zu viel planen, sondern du musst die Leute inspirieren können und die Leute müssen Erfolge haben, sofort feststellende Erfolge, dass sie den Spirit haben, dass sie an die Events kommen und dass sie richtig Vollgas geben. Und dabei wünsche ich euch viel Erfolg. Philipp Ritter, exzellent gemacht. Schön zu hören, dass man sich nicht mit Kleingeld zufrieden geben muss, sondern dass es auch größer geht. Es geht aber auch noch größer. Ja, weil diese 1.000 Euro oder 1.000 Schweizer Franken in der ersten Woche oder gar am ersten Tag zu verdienen, das ist eine Geschichte.
das nachhaltig zu verdienen, das steht noch auf einem ganz anderen Blatt. Und hier können wir uns insbesondere an der Systemgastronomie ganz gut orientieren und welche Punkte, welche Arbeitsweisen, welche Schritte dafür notwendig sind, das erklärt uns unser nächster Gast. Freuen Sie sich auf Fabian Fitzner. Wenn mich jemand fragt, was meine erfolgreichste Arbeitsweise ist, dann fällt mir dazu sofort eine Geschichte ein. Und zwar, ich habe damals ja als Personal Trainer gearbeitet, habe eigene Fitnessstudios gehabt. Irgendwann kam mal ein Kunde in mein Fitnessstudio, ein Indo-Kanario kann man sagen, ist auf den Kanaren groß geworden, aber indischer Herkunft. Der war Mitte 20. Der kam bei mir ins Studio rein und sagte, hey, bist du der Fabian, der Personal Training gibt? Ich sagte, ja, genau der bin ich. Wie kann ich dir helfen? Er sagte, ich würde gerne Personal Training bei dir buchen. So, und jetzt hatte ich, und das kennen die meisten, drei Pakete. Ja, ich hatte ein kleines Paket, ein mittleres Paket und ein sehr großes Paket. Und das große Paket war extrem groß und vor allem auch extrem pricey. Ja, also das hatte wirklich einen sehr, sehr guten Preis, nämlich 4.500 Euro. Normalerweise, und das waren, ich würde mal sagen, 90% der Menschen, haben dann zu dem mittleren Paket tendiert. Kennt man aus dem Vertrieb. Drei Optionen, die Menschen wählen die mittlere. Bei ihm war es anders. Er sagt, ohne mit der Wimper zu zucken, ich nehme das große Paket. Und zahlt 4.500 Euro mit Mitte 20 für Personal Training. Und dann kam aber eine Sache, die mich völlig umgehauen hat. Als ich ihn dann gefragt habe, wann möchtest du trainieren, sagt er, ist mir egal, ich bin flexibel. Und da bin ich vom Glauben abgefallen, weil ich war auch Mitte 20 und habe wirklich Tag und Nacht gearbeitet an meinem Geschäft, um nach vorne zu kommen. Später dann, als wir in einer Krisensituation waren, als die Finanzkrise kam und die Studios nicht mehr so gut liefen und ich nach Alternativen gesucht habe, habe ich Folgendes gemacht, weil das habe ich relativ früh gelernt. Wenn du irgendwo hin willst, dann frag einen Menschen, der bereits da ist. Also habe ich ihn gefragt, was würdest du mir empfehlen? Ich möchte gern nach vorne kommen und möchte etwas ändern. Ich möchte auch finanziell frei sein. Und der sagte mir, im Prinzip brauchst du nur zwei Dinge. Du brauchst ein System und du brauchst einen Hebel. Und ich habe erstmal nicht verstanden, was er damit meinte, hat es mir dann erklärt. Er hatte ein Franchise-Konzept aufgebaut und hat seinen eigenen Laden erstmal gestartet. Der lief unwahrscheinlich gut und hat dann sein System verkauft an Franchise-Nehmer und ist mittlerweile, ich glaube, in 70, 80 verschiedenen Ländern mit seinen Filialen vertreten. Sein Erfolgskonzept war also, ein System zu kreieren und dann dieses zu vermarkten, also zu leveragen, zu hebeln. Und das macht ja auch Sinn. Und wie auch schon John Paul Getty sagte, der erste Milliardär oder eins der reichste Mann der Welt, ich partizipiere lieber mit 1% an 100 Unternehmen als 100% aus der eigenen Leistung. Und genau das ist ja nichts anderes als Network Marketing, System und Hebel. Um die Frage jetzt final zu beantworten, möchte ich noch eine letzte Sache einwerfen und zwar an die Zuhörer. Lieber Zuhörer, möchtest du in einem McDonald's am Counter arbeiten? Sehr wahrscheinlich sagt die Mehrheit nein. Andere Frage, möchtest du gerne einen McDonald's besitzen? Ich glaube, die Antwort hier ist ja. Warum? Weil jeder weiß, dass ein McDonald's funktioniert. Dass es ein System gibt, welches überall auf der Welt gleich ist. Der Hamburger schmeckt immer gleich und es gibt ein ganz einfaches Modell, welches der Person, die den Hamburger zubereitet, genau zeigt, wie es funktioniert. Und die braucht auch nichts zu ändern. Und im Network Marketing merke ich oft, dass Menschen quasi ein System bekommen, also ein McDonald's aufmachen, mal im übertragenen Sinn, und dann sagen, ich verkaufe aber Wiener Würstchen, ja, weil die besser schmecken oder ich die besser finde. Und um jetzt auf die Arbeitsweise zu sprechen zu kommen, was ist der ganze Trick? Und wir haben es aufgebaut. Wir haben ein wirklich total simples, kurzes System aufgestellt, welches die komplette Organisation verfolgt. Und das sind einfache 6 Schritte. Und wenn man immer diese 6 Schritte verfolgt und wiederholt, dann baut man automatisch ein großes Geschäft auf, weil die Menschen, die oben an der Spitze sind in deinem Unternehmen, das sind die, die die gleiche Arbeit wie du tun, aber es einfach nur öfter gemacht haben. Und unser Konzept sieht wie folgt aus. Schritt Nummer 1 ist, sich zu registrieren beim Unternehmen. Schritt Nummer 2 ist, sich das Produkt oder die Dienstleistung dementsprechend selbst zu besorgen. Man muss selbst natürlich sein bester Kunde sein, man muss kennen, womit man arbeitet und man muss vernünftig starten. Ich komme aus dem Produktnetwork. Mir persönlich ist es sehr wichtig, dass Menschen groß starten, weil nur wenn man auch groß startet, kann man ein großes Business aufbauen. Hat verschiedene Gründe, unter anderem den, dass einfach mehr Produkt im Umlauf ist und wir dafür bezahlt werden, dass wir Produkte vermarkten. Wenn keine Produkte da sind, kann auch nichts vermarktet werden. Schritt Nummer 3,
Auch das kommt aus dem Produktnetwork. In unserem Fall ist, seine Position aktiv zu halten. Die meisten bezeichnen das als Autoship oder Smart Delivery Programm oder Abonnements. Also dafür zu sorgen, dass die komplette Organisation eben auf diesem Punkt läuft. Schritt Nummer 4, ein Ticket für das nächste größere Event oder generell das nächste Event, was kommt. Weil ein Partner, der gestartet ist oder sich registriert hat, hat begonnen, aber er wird aktiviert über die Teilnahme eines Events. Und an alle Networker, die zuhören, die wissen genau, was ich meine. Ein Event macht den großen Unterschied. So, wir selbst arbeiten in einem binären System. Es gibt natürlich verschiedenste Vertriebsformen und Kompensationspläne. Also völlig egal, was dein System ist, ob es ein Unilevel, Breakaway, Matrix, Hybrid, Binär oder was auch immer ist. Du nimmst dir jetzt die erste Stufe. In unserem Fall ist das seine ersten zwei Partner. Also nimm dir quasi die wichtigste Stufe aus deinem Unternehmen und sorgst dafür, dass die Person die erste Karrierestufe erreicht. Das heißt, bei uns, wir sagen, erreiche den ersten Rang. Bei uns heißt der beispielsweise Executive. Ein Partner links, ein Partner rechts. Und der letzte Schritt ist, nimm diese beiden Menschen und hilf diesen beiden Menschen dabei, auch die erste Karrierestufe zu erreichen, weil dann hast du zum ersten Mal Duplikation. Und genau dieses System verfolgen wir mit der gesamten Organisation. Und wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, Fabian, ich habe folgendes Problem, und egal was das Problem ist, Wachstum, Absagen, Einwände, ist meine Antwort, perfekt. Lass uns mal ganz kurz schauen, ob du alle 6 Schritte schon korrekt abgearbeitet hast. Schritt Nummer 1, bist du registriert? Ja. Hast du ein Paket? Ja. Hast du dein Autoship, deine Position aktiviert? Nein. Gut, dann lass uns doch damit mal anfangen. Dann aktivieren wir die Position. Hast du schon ein Ticket fürs nächste Event? Nein, habe ich noch nicht. Perfekt, dann lass uns jetzt dafür sorgen, dass du ein Ticket hast. Und dann gehen wir Schritt 5, Schritt 6 durch und das wiederholen wir. Das ist quasi wie ein Mantra in der Gesamtorganisation. Und das ist der ganze Trick. Simpel zu arbeiten, aber beständig zu arbeiten und ein System niemals zu verändern. Also einfache 6 Schritte, die sich jeder merken kann, die man implementieren kann und diese immer wiederholen. Das ist das Geheimnis für großes Wachstum. Oder anders ausgedrückt, kleine Dinge kontinuierlich getan führen immer zu einem großen Ergebnis. System und Hebel. Im Fall von Fabian Fitzner hat sie ihn in seine eigene Villa nach Dubai gebracht. Aber System und Hebel sind nicht alles. Absolut, Robert. Das beste System und der beste Hebel ist nichts wert, wenn die Rübe nicht stimmt, auf gut Deutsch. Und dazu haben wir natürlich jetzt nochmal unseren Spiritual Networker Holger Sonnwald zum Thema Sprachmuster des Erfolgs. Und jetzt kommt es darauf an, wie gut wir das kommunizieren. Ich meine, die Kommunikation ist ja das, was uns verbindet, in erster Linie. Und da gibt es eine Weisheit, die stammt von Nikolaus Enkelmann, der sagte, das erfolgreiche Leben beginnt mit der Fähigkeit, erfolgreich zu sprechen. Sehr stark. Den Worten geht natürlich der Gedanke voraus. Das ist wieder die Kultur des guten Denkens, des Gutes tun Wollens. Und jetzt kommt das erfolgreiche Sprechen. Und das Sprechen, das wird ja auf den Schulen so gar nicht trainiert. Aber das kann man lernen. Ein paar ganz einfache Dinge. Es geht in der Sprache darum, durch die Sprache gutes Gefühl zu erzeugen. Und wie erzeugt man gutes Gefühl beim anderen? Der Punkt ist doch der. Führungspersönlichkeiten oder Chefs werden selten gelobt. Und deswegen ist auch das ehrliche, aufrichtige Lob, Anerkennung und Lob jenes Mittel, das die Türen öffnet. Im Prinzip ist es ja positive Energie, die durch uns durchfließt. Die Energie fließt durch uns. Unsere Worte formen diese Energie. Und wenn die jetzt zum anderen hingeht, und dann noch werthaltiges Lob beinhaltet, dann steigt die Energie im Gegenüber und der andere will mehr davon, auch unterbewusst. Wenn Sie einen Menschen loben, und zwar ehrlich und aufrichtig, wenn Sie das auch definieren können, wofür, also es muss schon ehrlich sein, dann erzeugt das ein Öffnen. Dann wird jemand aufgeschlossen sein für das, was danach kommt. Und dann empfiehlt sich kein Fachchinesisch, sondern eher eine blumige Sprache, vielleicht eine Motivsprache. Denn der Mensch fragt sich ja auch ständig, was habe ich davon? Was kommt jetzt da? Was bringt mir das? Ja, und das Nein liegt dem anderen ja auch immer ganz vorne auf der Zunge. Das heißt, wenn der andere Mensch spürt, das bringt mir etwas, das bringt mir mehr Zeit, das bringt mir mehr Geld, das bringt mir mehr Lebensqualität, mehr Lebensqualitätszeit. Das bringt mir das, was ich schon immer wollte, nämlich mich selbst zu verwirklichen, Weiterentwicklung. Das bringt mir neue Freunde, es bringt mir Spaß, es bringt mir Freude, es bringt mir mehr Schönheit im Leben. Wenn der andere das spürt, will er immer mehr haben davon. Ist ja logisch, geht jedem von uns so.
So, und im Vergleich dazu, wie wäre es, wenn wir dann anfangen mit Produktdetails und tolles Produkt und tolle Firma und so. Solche Sachen wirken eher negativ. Daher ist es gut, wenn man sich darüber Gedanken macht, wie formuliere ich denn das, was zu sagen ist, so dass der andere sich dabei gut fühlt. Und da gibt es noch einen kleinen Hinweis, den die Hörer für sich selbst im Anschluss vielleicht einfach mal überprüfen. Der untrainierte Networker oder auch der untrainierte Verkäufer sagt bis zu 700 Mal ich am Tag. Und wenn es jetzt darum geht, den anderen in den Mittelpunkt zu stellen, dann ist ja klar, dass das Wort ich alleine die Energie immer zu einem selbst zieht und gar nicht zum anderen hin. Man kann tatsächlich jeden Satz, der ich enthält, umwandeln. Zum Beispiel, ich zeige Ihnen jetzt hier, wie auch immer, da kann man sagen, Sie sehen jetzt hier. Oder ich gebe Ihnen mal die Produktmuster oder eine Broschüre, Sie bekommen hier. Ich empfehle Ihnen, es wird Sie interessieren. Ich rate Ihnen, bestimmt interessiert es Sie, was andere dazu meinen. Einfach mal anfangen, das persönliche Ich, dieses Ego, das ich-zentrierte Leben zurückzunehmen und den anderen in den Mittelpunkt zu stellen, auch über die Sprache. Dann wird es wirklich spannend, weil der andere spürt es nicht bewusst, sondern es ist eher unterbewusst, dass man sich gut fühlt dabei. Es ist auch keine Manipulation, sondern es ist ein Anwenden des uns gegebenen Instruments, des Sprechenkönnens und die damit auch verbundene Macht oder auch Verantwortung der Sprache. Und somit kann man Menschen für seine Ideen begeistern. Es sei also vielleicht abschließend gesagt, der Networker der neuen Zeit, der bringt neben seinem Angebot unbedingt die geistigen Werte unter die Völker. Das Verständnis der ewigen Gesetze, das Verstehen und Anwenden des Gesetzes der Anziehung. So wie ich bin, ziehe ich die Menschen an. So wie ich denke, rede und tue, so kommt es in mein Leben. Das ist das Gesetz der Wechselwirkung. Das Gesetz der Bewegung, ja, wir wollen in Bewegung sein, rhythmisch, harmonisch, über Jahre hinweg. Und das Gesetz der Schwere, das Gesetz der Schwerkraft ist ja bekannt. Und das Gesetz der geistigen Schwere ist eben nachher dann, wenn wir anderen Menschen wirklich etwas Gutes getan haben, dann fühlen wir uns so leicht, wir fühlen uns gut, wir sind begeistert. Und das ist das, was passiert, wenn man eben auch leichter wird. Man geht aufwärts und dahin soll die Reise gehen. Es geht ja im Leben um Entwicklung. Es geht um Stärken der Seele und es geht auch darum, anderen Menschen zu helfen, ein besseres Leben zu führen. Dass es nicht nur um die richtigen Gedanken geht, sondern auch um die richtige Sprache oder Sprachmuster. Dafür ein herzliches Dankeschön an Holger Sonnwald. Und nicht nur Sprache und Gedanken sind dafür verantwortlich, dass wir im Network Marketing erfolgreich werden. Wir müssen mit diesen Sprachen und Gedanken auch etwas anfangen können. Und die beiden, die perfekt in der Lage sind, Sprachen und Gedanken und vor allem Handlungen umzusetzen, das sind Angelina und Jens Kuras. Und was sie gemacht haben, damit nicht nur sie selbst, sondern auch ihre Partner hoch erfolgreich geworden sind, verraten sie uns jetzt. Wenn möglich und je nachdem, wie derjenige sich am Anfang entscheidet, möchte er nur Berater oder möchte er eben auch gleich an den Unternehmensaufbau rangehen, spricht man natürlich über die ersten Werbegespräche schon oder eben nicht, je nachdem, was die Person sich erstmal am Anfang vorstellen kann. Da wir ja mit Frauen zu tun haben, fangen die meisten erstmal mit dem Gedanken, ich fange was nebenher an. Frauen neigen dazu, nicht so groß zu denken, was sehr schade ist. Wir machen die Erfahrung, dass Männer schnell groß denken, nur mit den Taten nicht so hinterherkommen. Oft. Deswegen gestatte ich den Frauen einfach erstmal klein zu denken und versuche dann während dem Tun so den Horizont zu öffnen und zu sagen, guck mal, eigentlich geht viel, viel mehr. So die Perspektive zu bieten. Sie fangen erstmal an und dann ist am Anfang ist ganz viel Loben erstmal der erste Schritt. Also für jede kleine Hürde, und da muss man aufpassen, wenn man schon lange dabei ist, was für einen selber selbstverständlich ist und mittlerweile leicht ist, noch immer zu erkennen, okay, die hat sich jetzt wirklich überwunden, die hat ihre Angst überwunden und dafür braucht sie ihre aufrichtige Anerkennung in dem Moment. Und das ist, glaube ich, was viele Förderer vergessen, weil es einem selber ja leicht fällt, also lobt man dafür nicht mehr. Das braucht es aber am Anfang zu erkennen, okay, und wenn es noch so klein ist, und ich sage auch immer, die dürfen alle Fehler dieser Welt machen, nur nicht nichts tun. Ich glaube, wir ergänzen uns, was das angeht, relativ gut. Da wir farbkonträr eigentlich sind, ist sie eigentlich so für die Daten, Fakten und für das Vorantreiben zuständig. Ich bin derjenige, der so die Vertrauensbasis
aufbaut, leitet. Also so, ich habe einen ganz guten Draht zu unseren Führungskräften, so was das Vertrauen und so weiter angeht. Hat sie natürlich auch, gar keine Frage. Aber mir fällt es, glaube ich, ein Stück weit leichter, allein aus der Farbe Grün raus. Also ich bin sehr analytisch. Die Denkstrukturen von anderen interessieren mich. Und ich habe das gelernt, dass das wichtig ist und dass die Messlatte nicht meine ist, sondern jeder hat seine eigene Messlatte. Und mein Job ist es zu gucken, was ist für sie eine Hürde. Und für mich ist das etwas, was man lernen kann. Mit meiner stärksten Führungskraft ist es einfach so, wir treffen uns im Rot. Das heißt, ich schaue mit meinem blauen Auge, also mit meinem sehr analytischen Auge, auf ihre Struktur, auf ihr Team und kann ihr anhand der Zahlen und dem, was ich da sehe, genau sagen, was sie tun muss und sage ihr dann sehr klar und deutlich, was sie tun muss. Und durch ihr Rot macht sie es, aber sie verbindet es mit einer gelben Komponente. Gelb ist, also da ist die Hauptprämisse, ist Spaß zu haben und es miteinander zu machen und im Team zu machen und sehr wettbewerbsorientiert, wo man gemeinsam etwas machen kann. Und sie verbindet dann das, was ich ihr im Rot sage, macht sie auf ihre gelbe Art in ihrem Team und motiviert die Menschen dadurch. Also wir ergänzen uns da sehr, sehr gut. Und da ich weiß, wie ein Gelber und ein Grüner denkt, durch mein analytisches Verständnis, sage ich jetzt mal, oder meine Denkstruktur, kann ich mich sehr gut in andere reinversetzen und kann es so aufbereiten, dass der andere versteht, was ich meine. Ich habe auch eine Führungskraft, die ist sehr, sehr grün. Das heißt, sie ist darauf bedacht, es immer allen anderen recht zu machen und genießt die Harmonie im Team und die musste eben lernen, auch mal hinzustehen und Positionen zu beziehen und auch mal sagen, wo es lang geht. Und das war gut. Also ich konnte verstehen, wie sie denkt, aber konnte ihr auch in ihrer Welt aufzeigen, was sie jetzt tun muss und warum sie das tun muss. Und dass sie anderen damit ja auch hilft, wenn sie Klartext spricht. Was für ein Grün nicht immer einfach ist. Also da gehört echt viel dazu, sich einen gewissen Rotanteil, also dieses Dominante, dieses Ehrgeizige, Vorantreibende, als Grüne anzueignen, das ist schon richtig Arbeit. Und die Führungskraft, um die es da geht, die hat richtig tolle Fortschritte gemacht die letzten Jahre. Ja, also wir freuen uns da unheimlich mit ihr, wenn wir sehen, wie Menschen sich entwickeln, die eigentlich von einer Position kommen, wo sie sich früher nie so ein Geschäft zugetraut hätten und das schlussendlich auch so erfolgreich zu führen. Macht sie stark. Ja, das macht sie stark. Und wir erleben das ja oft draußen, dass die Frauen von den Männern unterdrückt werden oder wie auch immer. Ja, so freut es mich dann für jede Person nochmal extra einzeln, wenn die wirklich diesen Erfolg dann durch ihr Wachstum, ihr persönliches Wachstum hervorgerufen hat. Persönliche Entwicklung, Stärke, Erfolg, nach vorne kommen. Sie wird eine ganz andere Person, die sie gerne sein möchte, aber sich vielleicht am Anfang überhaupt nicht traut, so zu denken, geschweige denn es laut zu sagen. Die erste stand in einem Einzelhandel und hat Regale eingeräumt und war total verunsichert. Ihr ging's körperlich nicht gut. War angeschlagen gesundheitlich, einfach durch diese Unzufriedenheit. Und sie hatte mal eine leitende Position, hat die aber nach den Kindern nicht mehr bekommen und hat sich dann im Einzelhandel wiedergefunden und hat da, wie gesagt, Regale eingeräumt und war da mit der Situation total unzufrieden. Ich habe sie kennengelernt, indem ich auf einer Vorführung war und habe die Gastgeberin damals angesprochen. Die Gastgeberin hat gesagt, für mich ist das nichts, aber ich hätte vielleicht eine Kollegin, der geht's bei uns nicht gut und mit der solltest du mal reden. Und dann bin ich da hingefahren und habe sie kennengelernt und habe ihr die Chance angeboten und sie hat gesagt, ja, ich schau mal. Und dann haben wir angefangen, miteinander zu arbeiten. Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Hat sich da durchgekämpft, hat es nicht einfach gehabt, weder in ihrem Umfeld noch in der Familie. Die hat richtig gekämpft. Richtig gekämpft. Also von allen Seiten hat die Breitseite gekriegt. Und ich war immer nur da und habe ihr den Rücken gerade gemacht und habe gesagt, du darfst erfolgreich sein, du darfst so denken, wie du denkst, du tust niemandem was Schlechtes, du hilfst deiner Familie und du gehst nach vorne. Du gehst ja abends nicht raus in die Disco, um zu feiern, sondern du gehst arbeiten. Und wenn dir Arbeit auch noch Spaß macht, dann ist das nichts Verwerfliches. Da war eigentlich mein Hauptjob, ihr den Rücken gerade zu machen und sie zu stärken und zu sagen, du darfst Erfolg haben und genehmige ihn dir selbst. Sie hat jetzt ein Ferienhaus im Ausland, genießt ein recht hohes Einkommen. Die Autos haben sich verändert. Jedes ihrer Kinder hat mittlerweile ein Auto. Ihr Mann wird jetzt demnächst aufhören zu arbeiten. Das Leben hat sich komplett verändert. Sie musste vorher gucken, wie kann ich mir was leisten. Und heute kauft sie sich's einfach, weil es ihr gut gefällt.
Wunderbares Beispiel wieder mal dafür, dass jeder so ist, wie er ist und jeder auch andere Dinge gut kann. Wichtig ist, das zu erkennen und sich gegenseitig zu ergänzen. Hat mir sehr gut gefallen. Und was natürlich prima funktioniert, speziell in dem Team, dass die unterschiedlichen Fähigkeiten unterschiedlichen Menschen optimal ergänzt werden. Großes, großes Lob an Angelina und Jens Kuras. Lob ist ein cooles Stichwort, lieber Robert. Ein großes Lob kann ich auch an dich zurückgeben, weil es gibt ja eine Story, wie diese CD entstanden ist. Das ist wahr. Die wäre sicherlich nicht ohne dich entstanden, aber ich nehme das Lob trotzdem gerne an, weil hier kommt ja der starke Punkt, dass Ideen in erster Linie entstehen, wenn sich mehrere Leute zusammenschließen. Absolut. Und wenn wir sie natürlich über verschiedene Medien flächendeckend einer größeren Öffentlichkeit zur Verfügung stellen kann. Und hier kommt eben der interessante Teil. Denn durch diese Kooperation mit zum einen natürlich den großen Führungskräften, die jeweils ihren Teil mit beigetragen haben, gleichzeitig natürlich auch durch das Medium selber, in dem Fall das Medium Audio, war es für uns möglich, dieses, da nehme ich kein Blatt vor den Mund, exzellent Programm zusammenzustellen. Und deswegen auch nochmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an die beiden und natürlich auch an alle anderen Mitwirkenden hier dieser CDs. Robert, großes Dankeschön auch an dich. Und ich bin selber sehr, sehr begeistert, dass tatsächlich eine Idee, die wir beide vor ein paar Monaten mal hatten, hier so fruchtet, nämlich die Ideen, Top-Leuten aus der Branche hier eine Bühne zu geben und dafür zu sorgen, dass noch mehr Menschen da draußen einerseits diese motivierenden Stories hören und natürlich andererseits auch Werkzeuge zur Umsetzung eines einträglichen Network-Marketing-Businesses an die Hand kriegen. Und hier kommt eines dazu. Wir haben festgestellt, die Leute, die hier heute als Superstars stehen, haben alle ganz normal angefangen. So wie viele unserer Zuhörer auch. Und das Schöne daran ist, dass die Vorgehensweisen, die wir heute kennengelernt haben, morgen und übermorgen und auch in den nächsten Jahren noch funktionieren, wenn sie von unseren Hörern umgesetzt werden. Und in diesem Sinne kann ich abschließend nur noch mal an alle da draußen appellieren. Liebe Freunde, jeder von euch sollte mindestens einen oder eine von dieser CD gefunden haben, mit der er sich maximal identifizieren kann, dessen oder deren Story ihn nicht nur motiviert, sondern auch inspiriert und begeistert hat, weiterzumachen, mehr zu machen, nach vorne zu schreiten. Und jeder von euch sollte auch mindestens eine Technik, Arbeitsweise gefunden haben, die er schon heute, spätestens morgen in seinem Business implementieren, umsetzen kann, für seinen persönlichen Erfolg verwenden kann. Dabei wünschen wir Ihnen alles Gute. Ihr Robert Pauli und Tobi Schlosser.